Sommer, Sonne, einfach genial. Und nicht nur, weil es schön warm ist. Die Sonne stimuliert die Vitamin-D-Produktion in unserem Körper. Also ich brauche auf jeden Fall ständig Sonne. Kein Wunder. Vitamin D macht die Knochen stark. Es erhöht die Muskelkraft, wirkt positiv aufs Immunsystem. Aber in der dunklen Jahreszeit kriegen wir zu wenig Sonne ab. Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland hat jetzt zu wenig Vitamin D. Die Stimmung geht runter, wenn es irgendwie den ganzen Tag grau ist, wenn es spät hell wird. So schlechtes Wetter setzt mir schon sehr zu. Ja, tatsächlich kann ich mir schon gut vorstellen, dass ich einen Vitamin D-Mangel habe. Nur, woran erkennt man den? Gibt es klare Symptome für einen Mangel? Ich würde ja sagen, ich habe mir überhaupt noch keine Gedanken dazu gemacht, so richtig. Lässt sich der Vitamin-D-Spiegel vielleicht über die Ernährung verbessern? Oder sollten wir einfach zu Tabletten greifen? Es gibt auch sehr viele, sehr extreme Informationen im Netz, wo sehr extreme Vitamin-D-Dosierungen empfohlen werden, was auch teilweise wirklich gefährlich ist. Ist der ganze Hype am Ende total übertrieben, weil wir im Sommer genug Vitamin D speichern? Das interessiert mich schon wirklich sehr, ob das tatsächlich ausreicht oder ob das immer noch nicht genug ist. Diese 6 lassen sich auf ein Experiment ein. Wir checken ihren Vitamin-D-Status. Die Ausgangslage? Ganz unterschiedlich. Einige sind viel in der Sonne gewesen, andere wenig. Nach dem Supersommer sollte bei allen der Speicher trotzdem gut gefüllt sein. Reicht das jetzt für die dunkle Jahreszeit? 3 Monate lang werden wir sie begleiten, 3-mal testen. Anfang Oktober, Mitte November und Ende Dezember. Arnold liebt das Tanzen. Er gibt Kurse in Freestyle. Ja, hallo, ich bin der Arnold Minas, 31 Jahre alt und bin Tänzer und Choreograf. Auch die Sonne spielt eine wichtige Rolle in seinem Leben. Ja, ich liebe die Sonne. Ich komme, wie man merkt, aus Afrika und ich bin damit aufgewachsen, jeden Tag in der Sonne zu stehen. Nur, dafür ist Deutschland ja nicht gerade berühmt. Das fühle ich schon körperlich. Ich weiß, dass wenn ich nicht genug Sonne hatte, dass ich schon traurig bin. Also ich brauche immer die Sonne als Motivation, als Energie. Am liebsten wäre ich die ganze Zeit draußen in der Sonne. Wird sich das auch in seinem Vitamin-D-Status zeigen? Er macht die Nacht zum Tag. Wenn andere schlafen gehen, fängt seine Arbeit erst an. Mein Name ist Antonio, bin 48 Jahre alt, arbeite seit 1995 im Nachtdienst. Noch schnell einen Espresso, dann fährt er zum Briefverteilzentrum Offenbach. Dort arbeitet Antonio schon seit mehr als 27 Jahren, Nacht für Nacht. Es gibt Tage, an denen er die Sonne überhaupt nicht sieht. Dann geht man dunkel schlafen und wenn man lange schläft, dann steht man wieder auf, wenn es wieder dunkel ist. Dann hat man nichts vom Tageslicht. Wir schicken Antonio und Arnold zum Bluttest. Nur so lässt sich klären, wie viel Sonnenvitamin in ihnen steckt. Vitamin D spielt bei vielen Stoffwechselvorgängen eine zentrale Rolle. Es reguliert den Calcium- und Phosphathaushalt, sorgt für die Mineralisierung der Knochen. Es fördert die Funktion der Muskeln, verbessert ihre Leistungsfähigkeit und es stärkt das Immunsystem, das Viren oder Bakterien bekämpft. Sie könnte beim Vitamin-D-Status ganz gute Karten haben. Ich bin Ulrike, 31 Jahre alt und als Triathletin viel draußen unterwegs. Im Sommer trainiert sie fast jeden Tag, bekommt also viel Sonne ab. Besonders Spaß am Triathlon bringt natürlich die Abwechslung. Man kann immer irgendwas trainieren, egal wie das Wetter ist. Was glaubt sie? Ist ihr Vitamin-D-Tank nach diesem Sommer voll? Ich bin natürlich sehr gespannt, was da jetzt rauskommt. Hoffe natürlich, dass da keine böse Überraschung kommt. Emily dagegen hat es nicht so mit der Sonne. Ich bin Emily, 26 Jahre alt und arbeite als Ingenieurin beim Landmaschinenhersteller.
Ihr war der Sommer einfach zu heiß. Sie war lieber drin, hat viel im Homeoffice gearbeitet. Da ich einen sehr hellen Hauttyp habe, versuche ich die Sonne eher zu meiden. Ohne Sonnencreme geht Emily im Sommer nicht aus dem Haus. Und die Creme blockt die Sonne ja zum Teil. Tatsächlich kann ich mir schon gut vorstellen, dass ich einen Vitamin-D-Mangel habe. Auch Emily und Ulrike schicken wir zum Bluttest. Wie man sehen kann. So, und wir klären jetzt, wie Vitamin D überhaupt entsteht. Treffen Sonnenstrahlen auf die Haut, startet ein komplexer Ablauf. Ein Teil davon, die UVB-Strahlung, dringt in die Haut ein und reagiert mit einer Vorstufe von Cholesterin. Es entsteht Vitamin D. Nun wird eine ganze Kaskade ausgelöst. Über das Blut gelangt es in die Leber und wird in 25-Hydroxyvitamin D umgewandelt. Das ist die Speicherform. Die wird dann in andere Körperteile, zum Beispiel die Niere, transportiert und je nach Bedarf in die aktive Form umgewandelt, das Calcitriol. So entstehen 80-90% des Vitamin D, das unser Körper braucht. Es ist Mitte Oktober. Die ersten 4 Bluttestergebnisse sind da. Ich bin schon leicht nervös, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Der Arzt Stefan Schaller begleitet unser Experiment. Spürt man eigentlich, wenn man zu wenig Vitamin D hat? Also den leichten Vitamin-D-Mangel kann man so jetzt nicht feststellen. Man kann ihn vielleicht vermuten aufgrund solcher unspezifischen Symptome wie Müdigkeit oder Knochenschmerzen. Mal ehrlich, das kann ja nun alle möglichen Ursachen haben. Um einen Vitamin-D-Mangel festzustellen, gibt es daher nur eines, den Bluttest. Einen optimalen Vitamin-D-Status gibt es aber so nicht. Menschen sind schließlich unterschiedlich. Die großen Facheinrichtungen haben deshalb Richtwerte festgelegt. 50 Nanomol Hydroxyvitamin D pro Liter Blutserum sollten es sein. Darunter spricht man von einer Unterversorgung. Bei weniger als 25-30 Nanomol liegt ein Mangel vor. Werte zwischen 50 und 125 dagegen sind in Ordnung. Wie viel aber am besten ist, darüber gibt es Diskussionen. Es steht in manchen Laborberichten tatsächlich noch drin, dass 75 Nanomol pro Liter wünschenswert wären. Aber von der Evidenzlage derzeit muss man davon ausgehen, dass also 50 Nanomol pro Liter die untere Grenze des physiologisch günstigen Bereichs darstellen. Und Antonio als Nachtschichtarbeiter müsste ja eher schlechte Karten haben. Sein Wert? 92. Wow, ziemlich hoch. Ja, das ist fast etwas überraschend, aber da wäre interessant zu wissen, ob er vielleicht als Ausgleich dann doch etwas Sport im Freien macht oder ob er doch rausgeht, wie er das schafft, auf so gute Werte zu kommen. Ich tanke die Energie über die Sonne, die ich im Sommer tanken kann, an der frischen Luft und alles drum und dran, mit Urlaub und das war's. Jeden Morgen, gleich nach der Arbeit, geht er mit Hündin Mila spazieren. Nachmittags, wenn er ausgeschlafen ist, drehen die beiden noch eine Runde. Und jeden Sommer geht's für 2 Wochen ans Meer. Das Sonnetanken ist ihm noch anzusehen. Das ist eigentlich hauptsächlich meine Hautfarbe. Ja, die ist weiß. Auch Ulrike ist beim Triathlon viel draußen in der Sonne aktiv. Je nachdem, wie intensiv der Sport ist, kann natürlich auch der Stoffwechsel etwas verändert sein, sodass gerade bei Sportlern, die sehr leistungsbetont sind, ich durchaus auch anrate, den Vitamin-D-Spiegel zu messen, weil man auch weiß, dass für die sportliche Leistung ein guter Vitamin-D-Status wichtig ist für die Muskelfunktion. Ihr Wert Anfang Oktober 65, alles im grünen Bereich. Emily dagegen meidet die Sonne. Ihr Wert 40, also klar in der Unterversorgung, aber noch kein Mangel. Als ich von der Unterversorgung erfahren habe, war ich jetzt nicht komplett überrascht, aber ist natürlich auch kein besonders gutes Gefühl zu wissen, dass man dann nicht im optimalen Bereich liegt. Und Arnold, für den die Sonne Lebenselixier ist? Bei ihm erwarte ich einen Vitamin-D-Mangel, weil durch die dunkle Hautpigmentierung UV-Licht abgefiltert wird und damit weniger Vitamin D in der Haut gebildet wird. Tatsächlich. Arnold liegt bei 31. Noch kein Mangel, aber knapp davor. Naja, sehr enttäuschend. Ich hätte eigentlich mehr erwartet. In Äquatornähe ist die dunkle Haut für Menschen ein Vorteil. Die Hautpigmente schützen vor starker UV-Strahlung. In nördlichen Breiten ist die Pigmentierung eher nachteilig, weil die Sonne schwächer scheint und ihre Haut weniger Vitamin D bilden kann.
Das ist auch ein Grund, warum Menschen im Norden im Lauf der Evolution hellhäutiger geworden sind. Dr. Schaller empfiehlt Arnold und Emily ab sofort täglich eine Vitamin-D-Tablette. Ich empfehle, 1000 Einheiten Vitamin D täglich einzunehmen. Über 4 bis 6 Wochen, das ist eine Tablette, am besten zu einer Mahlzeit dazu. 1000 Einheiten, das ist die Standarddosierung. Wie gut das hilft, werden wir in rund 4 Wochen sehen bei der nächsten Blutuntersuchung. Was passiert eigentlich bei einem Defizit? Schon ein leichter Mangel kann die Knochenbildung stören. Mineralstoffe werden aus der Knochensubstanz gelöst, zwar ganz langsam, aber im Lauf der Jahre können die Knochen weich und brüchig werden. Ein schwerer Mangel kann schon nach einigen Monaten zu Muskelschmerzen und Kraftverlust führen. Außerdem wird das Immunsystem geschwächt. Und im Winter hat mehr als die Hälfte der Bevölkerung einen zu niedrigen Vitamin-D-Status, weil das Sonnenvitamin nach und nach im Körper verbraucht wird. Unser 5. Testkandidat aus Kassel hat da auch so eine Vermutung. Ich fühle mich manchmal schlapp, ein bisschen müde und habe deswegen irgendwie den Verdacht, dass es könnte mit Vitamin D zusammenhängen. Mein Name ist Philipp, ich bin 25 Jahre alt, ich studiere Stadt- und Regionalplanung und schreibe aktuell meine Masterarbeit zum Thema Friedhofsentwicklung. Friedhofsentwicklung klingt schon etwas morbide. Hat das vielleicht mit seiner Stimmung zu tun? Im Winter ist es teilweise, wenn es so dunkel ist, und Kassel ist auch irgendwie eine sehr graue Stadt leider im Winter. Klar, die Stimmung geht runter. Vitamin D und Stimmung, da hört man ja immer wieder von einem Zusammenhang. Schon mal eine Pille ausprobiert? Vitamin D-Tabletten habe ich schon mal genommen und habe da auch wirklich das Gefühl gehabt, das hat irgendwas gebracht. Aber das weiß ich eben auch nicht, ob das einfach nur ein Placebo war für mich oder ob das wirklich einen Effekt hatte. Da haken wir später nochmal nach. Erstmal wollen wir wissen, wie das Ergebnis von seinem Bluttest ist. Ergebnis 73, Zielwert Prävention 75, Vitamin D Mangel wäre unter 50, also nicht allzu schlecht, würde ich behaupten. Also von daher, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, Philipp, da hat die Müdigkeit wohl eine andere Ursache. Genug Sonne hat er auf alle Fälle im Sommer abbekommen. Im Sommer steht die Sonne mittags fast senkrecht über dem Horizont. Die UV-Strahlung kann die Atmosphäre besser durchdringen. Im Winter ist der Sonnenstand viel flacher. Der Weg der Strahlung durch die Atmosphäre ist länger. Sie wird stärker geblockt. Die UV-Intensität ist jetzt 7 bis 9 Mal geringer. Da könnte man doch denken, das ist die große Stunde fürs Solarium. Perfekt für den Winter. Aber Solarien sind vor allem auf Bräunung ausgelegt. Die wird durch UVA-Strahlung hervorgerufen, nicht durch UVB. Allerdings gibt es tatsächlich spezielle UVB-Lampen für zu Hause. Das wär's doch. Heute macht man das nicht mehr, weil man natürlich auch die Risiken fürchtet von der UV-Bestrahlung, also sprich Hautkrebsrisiko. Dann muss man doch wenigstens was über die Ernährung machen können. Da steckt doch bestimmt Vitamin D drin. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, vielleicht auch von der roten Farbe, dass sie von der Sonne irgendwie gefärbt werden und Vitamin D reinkommt, ich weiß es nicht. Ich denke, dass bei der Paprika eher andere Vitamine im Vordergrund stehen. Wenn hier kein Vitamin D drin ist, weiß ich dann auch nicht. Da die Pilze unter der Erde wachsen, ich glaube nicht. Tendenz. Nee, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Dass die nicht viel Vitamin D aufbauen. Fisch, da denke ich mal, da ist auch Vitamin D drin. Eier sind sehr, sehr gesund, viel Eiweiß natürlich, aber Vitamin D glaube ich irgendwie nicht. Glaube ich auch nicht. Da muss eine Spezialistin ran, ganz klar. Also Lebensmittel, die nennenswerte Mengen an Vitamin D enthalten, sind überwiegend Lebensmittel tierischen Ursprungs. Der Grund hierfür liegt darin, dass Tiere eben auch über die Sonneneinstrahlung Vitamin D produzieren können. Auf der anderen Seite haben pflanzliche Lebensmittel eher geringe bis gar keine Gehalte an Vitamin D. Besonders viel enthält fetter Seefisch. Hering, Lachs, Makrele. Auch Eier sind sehr gut. Gefolgt von Margarine, Butter, Käse. Zum Beispiel Gouda. Außerdem Rinderleber und einige Pilzarten. Die Ernährung macht bei der Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung an Vitamin D nur einen geringen Anteil aus. Das heißt, es sind so um die 10 bis 20%. Das sind 2 bis 4 Mikrogramm pro Tag. Klingt nicht gerade viel. Es ist vertrackt. Wer die Sonne meidet und sich dann auch noch vegetarisch oder vegan ernährt, hat echt schlechte Karten.
Aber es gibt die Idee, Lebensmittel, die sowieso Vitamin D enthalten, weiter anzureichern. Milch zum Beispiel. Am Max-Rubner-Institut wird genau das erforscht. In diesem Reaktor wird ganz normale Kuhmilch mit UVB-Licht bestrahlt. Am Ende kommt Vitamin-D-reiche Milch heraus. Unsere Hypothese ist, dass wir Milch mit einem ganz bestimmten Vitamin-D3-Gehalt herstellen können, der am besten so sein soll, dass mit einem Glas Milch der Tagesbedarf eines Menschen gedeckt werden kann. Klingt ganz simpel, ist aber echt ausgeklügelte Hightech. Wir haben solche Tauchlampen, UV-Lampen. Die sind verbaut in diesen Rohren. Zwischen dem Rohr und der Lampe ist nur ein sehr dünner Spalt. Die Milch durchströmt von unten nach oben die einzelnen Reaktoren. Und wir haben in diesem Reaktor 6 Module, die in Reihe geschaltet sind. Durch hauchdünne Strömungselemente wird die Milch so verwirbelt, dass die UV-Strahlung sie optimal durchdringen kann. Dabei wandelt sie Vorstufen von Vitamin D, die natürlicherweise in der Milch enthalten sind, in Vitamin D um. Noch sind die Forschenden ganz am Anfang. Zum Beispiel ist unklar, bei welcher UV-Dosis am meisten Vitamin D gebildet wird. Für die Milchindustrie ist die Methode sehr interessant. Allerdings funktioniert es auch einfacher, nämlich nicht im Reaktor, sondern direkt in der Kuh. Auf die Idee kam Armin Högenauer schon vor einigen Jahren. Der Stall ist weitgehend automatisiert. Ein Fütterungsroboter versorgt die Tiere. Zum Melkroboter trotten sie selbstständig. 2 bis 3 Mal am Tag. Die machen ihr eigenes Ding eigentlich. Also ich sag immer, lass die Kühe einfach in Ruhe. Weil der Mensch bringt eigentlich die Kuh aus ihrem Takt raus, aus dem täglichen Taktus raus. Im Endeffekt fressen, liegen, wiederkauen, melken. Also die können hier drin machen, was sie wollen. Aber in ihrem Stall gibt es eine Besonderheit. Lampen, die auf den ersten Blick absolut nicht spektakulär aussehen. Ihr Geheimnis? Ein deutlich höherer UVB-Anteil. Die Lampen brennen 16 Stunden am Tag und bauen über die Kuh in der Milch 20-fach mehr Vitamin D3 in der Milch auf. 20-mal mehr Sonnenvitamin. Das haben Labormessungen bestätigt. Damit darf der Landwirt sogar für seine Milch werben. Wir können Gesundheitsparameter draufschreiben, gut für Knochen, gut für die Haut, gut für den Muskelaufbau. Das dürfen wir auf unsere Verpackung schreiben, was andere nicht dürfen. Ein Glas dieser Milch enthält rund 5 Mikrogramm Vitamin D. Mehr als wir normalerweise täglich über die Nahrung zu uns nehmen. Das zeigen wir Philipp. Die Idee finde ich richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Also Milch angereichert mit Vitamin D3 macht ja absolut Sinn irgendwie. Außerdem scheint es den Tieren auch noch richtig gut zu gehen. Und hier fällt wirklich auf, dass die Herde sehr ausgeglichen ist. Und dieser Betrieb liegt bei etwa nur 60% der normal durchschnittlichen Tierarztkosten. Also der Betrieb ist wirklich außergewöhnlich gesund. Ob Philipp mit der Milch seinen Vitamin-D-Status verbessern kann? Das werden wir noch testen. Vorher machen wir noch einen Abstecher in den Zoo. Ich bin Desiree Stut, 40 Jahre alt und Zootierpflegerin im Opel zu Kronberg. Desiree ist unsere 6. Testkandidatin. Sie ist praktisch immer draußen. Ihr Vitamin-D-Status am Ende des Sommers? 72. Kein Wunder, sie und ihre Tiere lieben die Sonne. Es ist eine völlig andere Stimmung. Ob es die Strauße sind, die dann schon bei mildem Wetter die Sonne steht, rauskommen. Man sieht sie tatsächlich richtig tanzen. Wir selber sind viel besser gelaunt. Kängurus liegen in der Sonne. Die Antilopen spielen auch mal. Also das ist tatsächlich so, dass es eine ganz große Auswirkung hat. Und auch beim Sonnenvitamin gibt es Parallelen. Das ist ein Kaiserschnurrbart-Tamarin. Klar, woher der Name kommt. Er stammt aus Südamerika und ist viel Sonne gewohnt. Sie bekommt Tabletten als Vitamin D-Zusatz, einfach zum einen, weil sie einen höheren Spiegel im Blut haben an Vitamin D und zum anderen haben wir hier gar nicht den Stand der Sonne, wie sie in ihren Ursprungsländern haben. Aber die Kleine ist ziemlich wählerisch. Deshalb bekommt sie die Tablette in eine Rosine gemogelt. Und wenn auch das nicht klappt? Dann merkt man das nach ziemlich kurzer Zeit schon, dass sie anfangen, so träge zu werden. Sie fangen so an zu lahm, strecken die Gliedmaße weg. Und das ist für uns gleich ein Signal, hier müssen wir irgendwas ändern. Menschen und Tiere haben doch so einiges gemeinsam.